Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute geht es um meine Top 10 Anfänger Bikepark Guidelines oder Bikepark Tipps, je nachdem wie ihr es sehen wollt, als Anfänger. Viel Spaß bei dem Video. Punkt Nummer 1 einmal vorab. Ich mache dieses Video, weil mich viele gefragt haben, ob ich mal so ein Video machen könnte. Und ich bin ja noch sehr, sehr am Anfang und kann mich gut an meine ersten Bikepark-Besuche vor ein paar Monaten erinnern und gebe euch da jetzt so ein bisschen meine Erfahrungen mit, auch so wie ich mich vorbereitet habe und was ich im Nachhinein gelernt habe, nachdem ich das erste Mal da gewesen bin. Und ich habe da so meine 10 Punkte zusammengefasst. Wie gesagt, ich bin immer noch kein Experte, ich bin seit 6 Monaten am Mountainbike fahren und möchte euch einfach nur meine Erfahrungen mitteilen, deswegen. Wenn etwas nicht ganz exakt ist, nehmt es mir nicht übel, das sind nur meine persönlichen Erfahrungen. Und wenn ihr mich etwas Besseren belehren könnt, haut es gerne in die Kommentare, denn ich lerne auch noch sehr, sehr gerne weiter. Aber wir starten mal direkt rein. Voraussetzung Nummer 1 ist natürlich, dass ihr das richtige Fahrrad für einen Bikeparkbesuch habt. Logischerweise, oder? Weil wenn ihr ein Bike habt, was dafür gar nicht gemacht ist, ist das einfach zu gefährlich. Das heißt, seid sicher, dass ihr das richtige Fahrrad habt für einen Bikeparkbesuch. Die sind ja in verschiedene Kategorien aufgeteilt. Und mein Canyon Torque zum Beispiel ist Kategorie 5. Und das ist halt für Bikepark definitiv ausreichend. Außerdem solltet ihr natürlich checken, dass an eurem Bike auch alles wirklich einwandfrei funktioniert. Das heißt, wenn ihr vorher bei euch zu Hause durch den Matsch gefahren seid, checkt vorher einmal alles ab, ob alles auch wirklich funktioniert, weil sonst ist es einfach ein zu hohes Risiko. Punkt Nummer 1. Informier dich, welche Strecken gibt es dort überhaupt? Weil wenn es da nur Strecken gibt, die überhaupt nicht für Anfänger geeignet sind, dann lass es halt besser bleiben, weil sonst behinderst du einfach nur andere Leute, die schon richtig gut fahren können und du fühlst dich auch nicht wohl und nicht safe und hast wahrscheinlich einfach auch keinen Spaß in diesem Bikeparkbesuch. Nummer 2 ist deine Ausrüstung. Das ist jetzt so meine persönliche Meinung. Meine Meinung ist einfach, desto mehr Schutz du hast, desto besser. Ellbogenprotektoren, Knieprotektoren, Brust- und Rückenpanzer. Wenn du magst, noch mit Schultern. Full-Face-Helm. Ich bin der Meinung, egal ob jetzt Pflicht in einem Bikepark ist, Full-Face zu tragen oder nicht, es ist einfach mehr Schutz. Und wenn was passiert, bist du glücklich, dass du den angehabt hast. Außerdem natürlich Handschuhe. Ich trage immer gerne lange Sachen, beziehungsweise meine Ellbogenprotektoren sind ziemlich lang, deswegen geht bei mir auch manchmal ein T-Shirt. Aber als ich die Ellbogenprotektoren noch nicht hatte, bin ich immer Longsleeves gefahren, weil ich einfach meine Haut schützen möchte vor dem, ja, wenn irgendwie ich stürzen sollte. Außerdem würde ich auf jeden Fall eine Brille empfehlen, weil einerseits hohe Geschwindigkeiten, Staub, der aufgewirbelt wird, Steine, die hochfliegen können, das sind alles Sachen, die sind nicht so geil, wenn du die Sachen ins Auge bekommst und da hilft einfach auf jeden Fall eine gute Brille. Punkt Nummer 3 habe ich persönlich so gemacht und hat mir immer ein gutes Gefühl gegeben. Ich habe mir immer schon die Strecken online angeschaut. Es gibt ja mittlerweile super viele YouTuber auf der Welt, die Bikepark-Videos machen und du kannst ja eigentlich alle Videos angucken. Hier die Annalena oder Annalena Strunk auf jeden Fall. Die macht ziemlich gute Videos, wo sie jede Strecke, alle Strecken in einem Park fährt. Und die habe ich mir meistens angeschaut und habe dann dahergehend mir das so ein bisschen einprägen können. Und dann, wenn ich dort gewesen bin, konnte ich mich so ein bisschen erinnern, was so als nächstes kommt. Das ist aber keine Garantie dafür, dass ihr danach, dass ihr schon alles fahren könnt oder sowas. Nummer 4. Genug Essen und Trinken mitbringen. Klar kannst du dir auch alles kaufen, aber es ist einfach gemütlich, wenn man mal am Auto dann einen kleinen Snack hat. Müdigkeit, dehydriert, das ist immer sowas, das will man im Bikepark nicht haben, weil man hat oft hohe Geschwindigkeiten und möchte ja nicht stürzen, sich nicht verletzen. Deswegen nimm auf jeden Fall was zu essen und zu trinken mit, finde ich, ist einfach für mich immer so Pflicht. Mit etwas gesättigten Magen fahre ich definitiv besser Fahrrad, als wenn ich nüchtern fahren gehe. Nummer 5. Fahr im Bikepark nicht blind. Das heißt, geh entspannt die ersten Runden an und mach nicht sofort alles super krass, egal wie motiviert du bist. Schau dir das alles entspannt an, mach die erste Abfahrt ruhig und relaxed.
versuch dir die Abfahrten einzuprägen und geh dann langsam mit einer Steigerung an das Ganze ran. Sammel ein bisschen Selbstbewusstsein von Abfahrt zu Abfahrt. Wenn du dich gut fühlst auf dem Bike, dann kannst du auch mal was ausprobieren, was dich dann ein bisschen fordert. Also so gehe ich immer an alles ran und ich bin damit mega gut gefahren bisher. Toi, toi, toi. Und kann das nur so auf jeden Fall empfehlen. Nummer 6. Wenn du müde bist, hör auf. Weil egal wie viel Motivation du hast, wie viel Spaß du hast, was für einen geilen Drive du hast, wenn du merkst, die Konzentration lässt nach, die Kraft lässt nach, dann hör lieber auf, anstatt dich zu verletzen und dann setzt du 4 bis 6 Wochen oder länger aus. Deswegen, wenn es bei dir dann nur, bei mir sind es oft 2-3 Stunden, wo ich gut fahren kann und danach ist Feierabend und dann mache ich auch nicht mehr weiter. Dann macht man vielleicht mal noch so eine Abfahrt so entspannt oder so, aber das macht dann auch keinen Spaß mehr, wenn du dann so von deinen 100% kommst und dann wieder low fahren musst. Lieber 2-3 Stunden richtig gut fahren, konzentriert, mit Energie und danach halt chillen, ausruhen. Nummer 7. Sich nicht provozieren lassen oder zu Sachen ermutigen lassen, die nicht eurem Level entsprechen. Oft sieht man viele, viele gute Fahrer im Park. Man fährt vielleicht auch mit Leuten, die besser sind und hat dann ja vielleicht auch so einen Gruppenzwang irgendwie. Fahr die Sachen, mit denen du dich gut fühlst, die dir ein gutes Gefühl geben. Wenn du Sachen hast, die über deinem Level sind, aber ein bisschen und die dich fordern, dann ja, wenn du dir das zutraust, würde ich es machen. Habe ich auch immer so gemacht. Aber zum Beispiel das Gap auf der Downhill in Winterberg, das war halt so, ich habe mich danach gefühlt und habe dann gewusst, ich kann das jetzt machen und dann hat das auch funktioniert. Aber wenn du dir nicht sicher bist und nur etwas machst, weil andere es machen, wofür? Völliger Quatsch. Wenn du dich am Ende verletzt, hast du den Salat und dann hat keiner was davon. Nummer 8. Behinder die Pros nicht. Wenn du dich noch nicht gut genug fühlst, um auf schwarzen Lines zu fahren und nicht gut genug bist, ich habe auch diesen Fehler gemacht. Und der Park ist voll besucht, ist voll Action und da pest dann einer runter. Das ist einfach für dich gefährlich, für die anderen gefährlich. Das ist einfach nicht cool. Deswegen, wenn Leute viel schneller fahren als du, auch auf anderen Lines, dann mach den Platz an einer Stelle, wo es safe ist. So mache ich das auch und lass die dann vorbei, weil es geht denen ja auch irgendwie auf den Sack. Punkt Nummer 9 ist genau das Gleiche andersrum. Wenn du besser bist als andere, dann mach keine Risiko-Überholmanöver oder sowas, sondern guck, dass es passt und wenn es sich anbietet, derjenige zur Seite fährt. So, und die letzten Worte, die Standardsachen, Leute. Bleibt nicht mitten auf der Strecke stehen, das ist in Willingen immer eine Katastrophe. Die Leute stehen so viel auf der Strecke rum. Auf einmal mitten in einer Anliegerkurve kommst du raus und da steht dann jemand. Auch, ich weiß, wenn man neu ist, man weiß viele Sachen nicht und man hat da auch kein Gefühl für, weil man ja natürlich das erste Mal vielleicht da ist oder noch gar nicht lange Fahrrad fährt. Und deswegen versuch dich in die anderen Fahrer irgendwie hineinzuversetzen und dann meistens geben diese Sachen dir schon ein komisches Gefühl. Das ist wie ein Trail hochschieben. Also ein Trail hochschieben, du fühlst dich ja schon irgendwie nicht wohl dabei, auch als Anfänger nicht, kann mich noch erinnern. Und meistens ist das Gefühl dann ganz richtig, dass das eigentlich nicht so cool ist, was man dann macht. Und solche Sachen halt, ne? Also einfach Rücksicht nehmen aufeinander, egal ob du besser oder schlechter bist. Einfach Rücksicht nehmen aufeinander, finde ich einfach super, super wichtig. Genau sowas wie, wenn jemand gestürzt ist, dass man anhält, zur Seite fährt, die Strecke vielleicht sichert, das Fahrrad von der Strecke holt oder was weiß ich und halt die Bergwacht ruft oder Notarzt sich erkundigt. Also wir waren das erste Mal in Winterberg und dann lag auf einmal einer im Busch. Ich habe ihn gar nicht gesehen, Steve hat ihn aber gesehen und hat ihn dann auch rausgeholfen und so, ne? Also lasst uns einfach da gemeinsam aufeinander aufpassen, gemeinsam aufeinander Rücksicht nehmen und dann haben wir alle zusammen eine coole Zeit. Ich hoffe, du konntest ein bisschen was mitnehmen, egal ob du jetzt Anfänger oder Fortgeschrittener bist, ob du schon 1000 Mal im Bikepark warst oder das erste Mal. Wenn du das erste Mal im Bikepark fährst, dann auf jeden Fall viel Spaß. Bei diesen Sachen wie Fahrrad und Protektoren gibt es übrigens in den meisten Parks die Möglichkeit, auch sich die Sachen zu leihen. Das heißt, du musst es nicht sofort alles kaufen.
stay auf jeden Fall safe bei der ganzen Sache und hab einen Respekt davor, einen gesunden. Das ist mir immer wichtig, das habe ich auch. Ich habe mir meinen Arm gebrochen mal beim X-Fahren früher als. Das war so. Ich hatte einen Tag irgendwie das Bike, bin dann irgendwie auf so einen Park gefahren, Skatepark gesprungen, Arm gebrochen, alle Speiche durch, Loch im Kopf. Hat sich nicht gelohnt und dann habe ich auch sofort wieder aufgehört, nach einem Tag. Und damit ihr sowas nicht habt, passt einfach auf euch auf. Lasst gerne ein Abo da, wenn ihr das nicht noch sowieso schon gemacht habt auf diesem Kanal, denn es kommen mindestens 2 neue Videos, arbeite daran, dass 3 kommen. Und ja, vielleicht sieht man sich mal im Bikepark, Leute. Ich würde mich freuen, dann machen wir mal ein paar Runden zusammen. Ich bin ja auch kein Pro, also alle Anfänger herzlich eingeladen. Und bis bald. Macht's gut.